Also vorne ist alles DP Motorsport, sagt ihr was? Ja. So, die haben ja damals auch für Krämer und für Jöst die ganzen 935 gemacht. Von denen ist die gesamte Front. Das ist also alles in Carbon Kevlar bzw. Verbundstoff. Problem ist natürlich, Motor sitzt hinten, Gewicht hinten. Das heißt, wenn du vorne dann nochmal leichter machst, ist vom Fahrverhalten natürlich ein bisschen, ist der Tank ein 110 Liter Tank und hält vorne das Gewicht runter. Dann, ja, ich habe noch die 16 Zoll Felgen drauf, die Fuchsfelgen. 16 mal, wie war das? 16 mal 8 vorne und 16 mal 10 hinten. Original wäre aber 15 mal 9 vorne und 15 mal 11 hinten. Aber die Felgen kosten 30.000 Euro. Ja. Und es geht auch nicht jede Bremse drunter. Darunter geht dann auch nur die 917 Bremse. Ich habe ja jetzt die, kennst du noch den Bad Boys Turbo, den 3,6 Liter Turbo, den 964? Von dem habe ich die Bremse drauf. So. Die passt auch unter die 16 Zoll. Dann habe ich die guten, wie heißt er, den Toyo Proxus, den Semi-Slick. Diesen Toyo, das ist sogar noch der billigste Semi-Slick, aber ist der allergeilste. Bremsen, Dingens, ah klar, Racing Blue, blaue Bremsflüssigkeit. 100 Grad höherer Siedepunkt. Okay. Ganz wichtig für die Rennstrecke. Für normalen Gebrauch wahrscheinlich nicht so. Ja, Motor. Da hatte ich dir doch schon mal, erinnerst du dich an meinen ersten Dienstwagen im alten Porsche-Zentrum noch? Das war ein blauer 993, ganz schlichtes Auto, aber mit einem 3,8 Liter RS-Motor drin. Und das gab es mal eine Zeit lang, dass die, genau, irgendwie Leistungsstufe 1 konnte man den dann mit 3,8 Litern bestellen. Und diesen Motor, den habe ich mir ja immer gewünscht und der ist jetzt tatsächlich drin. Hatte ich ja vor 8 oder 9 Jahren für relativ kleines Geld noch gekauft. Meinen verkauft an den Kumpel, dessen Motor geplatzt ist in dem, so. Ja, so, den Motor, der geht auch so rein, der passt auch so rein. Getriebe ist das Seriengetriebe drin, aber so verstärkt, wie es das Werk gemacht hat, mit einer Sperre, einer originalen Sperre drin und einer originalen Getriebeölkühlung. Ja. Fahrwerk ist das Bielstein-Nordschleifen-Fahrwerk drin. Aber ich habe ja noch die Drehstabfederung. Also das ist ja nicht Dämpfer und Federn in einer Einheit. So wie man das ab 964 kannte, sondern hier ist im Prinzip das Rad und dann geht das so. Dann hast du dann die Dämpfer zwar dort, aber die Federung ist da. Geiler wäre es natürlich in einer Einheit. Das gibt es auch von den RSR und das kostet auch wieder, ja, kostet alles Kohle. Also Drehzahlmesser geht bis 10, Tacho bis 300 auf 6 Uhr. Die musste ich auch, da hat allein die Restauration von den Tachoscheiben hat 900 Euro gekostet. Nur bekloppte Zahlen. Ja, seit 7 Jahren. Und vor allen Dingen, als ich angefangen habe, da war ich doch, genau, das war das letzte Video auf dem Hockenheimring. Und dann hieß es doch, ach, wir machen das Auto nur ein bisschen fertig. So, dann musste ich ja meinen Führerschein abgeben und dann hatte ich ja Zeit. Ja, und seitdem dauert das jetzt 6 bzw. 7 Jahre, aber ja, und die Teile sind ja währenddessen auch alle von den Preisen her nach oben. Also zum Glück habe ich die Teile zeitig gekauft. Aber vom Rumstehen wird er ja auch nicht besser. Das heißt jetzt im Mai. Ich hoffe, dass wir die Veranstaltung machen können hier am 1. Mai. Ist doch immer in Dienstlaken an der Pferderennbahn, das große Porsche-Treffen. Und da wollte ich unbedingt, ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe, aber das ist angedacht, dass ich es tatsächlich dann hinbekomme. Und dann die ganzen Veranstaltungen, die wir fahren wollten, wo wir hin wollten. Wir wollten ja nach, erst durchs Elsass und dann Pyrenäen, haben wir gesagt, ne? Genau, das wird auch noch eine geile Tour. Ja, und das Ganze mit Kameras und Mikrofonen verfolgt. Was meinst du, was wir da hinterher für einen lustigen Film haben? Da lachen wir uns hinterher scheckig. Muss man alles rausschneiden. ob mein Auto überhaupt für Rennen, ob ich damit überhaupt Motorsport betreiben möchte. Am Anfang habe ich das ja noch gemacht, aber soll ich so ein Auto nehmen und damit jetzt auf eine Rennstrecke gehen, wo ich 7 Jahre dran restauriert habe? Ich glaube, lieber nicht. Hätte ich auch viel zu viel Angst vor. Ah, ich hatte, da muss ich mir ja regelmäßig Scheiße für anhören, das Dach, ich habe ja das Schiebedach drin gelassen. Und man hätte 20 Kilo sparen können, wenn ich das Schiebedach rausgenommen hätte, aber Schiebedach ist halt Schiebedach. Und das ist ja noch eins von diesen schönen alten großen, das heißt, man hat da auch richtig was davon. Und der Käfig, der drin ist, geht da nicht mit so einer Strebe da durch, sondern es ist so gemacht, dass man auch was vom Schiebedach hat. Mit dem Käfig, das ist ja ein originaler Matterkäfig drin, den habe ich bekommen von... Was noch hier, Boxermotor, die Jungs? Mhm. So. Und 3 Wochen bevor Matter pleite gegangen ist, habe ich diesen Käfig gekauft für 300 Euro.
Die werden mittlerweile mit 2.500 Euro gehandelt, weil man die eben nicht mehr nachgefertigt kriegt. Naja, da hatte ich Glück. Ja, Lenkrad ist ja, hast ja gesehen, ist ja das originale RSR und ST-Lenkrad angekommen. Die Sitze. Die Sitze haben ja den Recaro-Bezug, also sie sind den Recaro-Sitzen nachempfunden, aber sind ja komplett auf meinen Rücken angepasst, weil ich ja so Rückenprobleme hatte. Und dann habe ich doch das, als sie hergestellt worden sind, habe ich gesagt, dass das Harz für die Carbonstruktur leicht gelblich eingefärbt ist, damit es eben so aussieht, als wenn seit 40 Jahren die Sonne draufballert. Nein, das Fahrwerk ist toll, das ist echt in Ordnung, das hält auch die Leistung gut aus, die Bremsen auch. Wir haben irgendwas um 340, 350 PS, unter 1000 Kilo. Und die Leute, die da rumhocken, das kannst du dir nicht vorstellen. Nee, keiner mit Anzug und Krawatte. In Deutschland gibt es in München bzw. Stuttgart die ein oder andere. Aber die besten waren wirklich immer hier diese ganz hochkarätigen Veranstaltungen, wo du dann wirklich die ganz dicken Dinger anhast. Und das Problem ist, es gibt natürlich auch viele Leute, die da Schindluder treiben, was Fälschungen angeht. Du kannst ja heute bei einem Auto, zum Beispiel ein Kunde von mir hat einen Testarossa von 1957 oder 58, jetzt nagel mich nicht fest, aber so einen alten Rennwagen fertig gemacht. Ja, da gibt es ja nur dreimal dieses Getriebe auf der Welt. Du kannst ja jetzt auch nicht mal eben anrufen und fragen, ey, hör mal, hast du da die und die Teile? Hingegen, wenn du jetzt einen alten Porsche restaurierst, einen normalen, dann kann jeder das machen, der genug Kleingeld in der Tasche hat. Das Ganze hat aber, ja, also mal eben losmarschieren und die Teile kaufen, hat natürlich jetzt nicht so ein Flair, wie wenn du das jetzt selber suchen musst, die Teile. Ich musste ja die ganzen Teile alle zusammensuchen und ich hatte ja auch nicht die dicke Kohle. Und wo ich erst noch gejammert habe, was den Tank angeht, was die Sitze angeht und so weiter, ich habe ja jetzt nicht Geld für eine dicke Anlage ausgegeben. Ja, und dass da viel, viel gefälscht wird. Zum Beispiel jetzt letztens von einem Kunden gehört, der den Verkäufer verklagt hat, weil es um 2,7 Liter RS ging von 73. Der Wagen ist aber nicht als solcher angedacht gewesen im Werk. Der ist aber im Werk, noch bevor er ausgeliefert worden ist, zu einem 2,7er RS umgebaut worden. Also was ist es jetzt? Ist es jetzt ein Originaler oder ist es keiner? Der Käufer sagt nein, das Werk sagt ja, Gericht sagt auch, es ist ein Originaler. Es ist scheiße oder es ist traurig, wenn es dann Interpretationsfreiheiten gibt, dass der eine sagt so, der andere so. Und die Leute haben immer erkannt, dass da eine Menge Geld mitzumachen ist, wenn man da irgendwelche Papiere fälscht oder irgendwelche Historien fälscht. Und viele Sachen sind ja auch gar nicht nachzuvollziehen. Dann kannst du ja nur noch welche fragen, die da live dabei waren. Und die sterben halt auch alle aus. Die gibt es halt auch nicht mehr.